Bischofssynode zieht wegen verschiedener Themen internationale Aufmerksamkeit auf sich, wie zum Beispiel dem der Gesundheit des afrikanischen Kontinents. Kardinal Peter Turkson, Erzbischof von Cape Coast in Ghana, offizieller Sprecher der besonderen Versammlung für Afrika, bestätigt. Die Kirche leitet 27% der Gesundheitseinrichtungen in Ghana. Also können wir sagen, dass wir mit den Schwestern und Ärzten, die dort arbeiten, Erfahrungen sammeln konnten. Die Polemiken, mit denen die Kirche in ihrer Art, AIDS zu bekämpfen, angegriffen wird, wie es auch beim Besuch Benedikts XVI. Im März 2009 in Kamerun und Angola geschehen ist, werden in diesen Tagen auch in Rom thematisiert. Der Präsident der Bischofskonferenz von Westafrika schlägt exklusiv für H2O News einen Weg vor. Auch wenn AIDS eine Todesursache unter den Menschen ist, ist Malaria immer noch schlimmer. Bis heute sind mehr Afrikaner an Malaria gestorben, besonders auch Kinder, als an AIDS. In diesen Tagen gibt es die Möglichkeit, Kondome herzustellen. Aber warum versucht man nicht, die Ressourcen, die in diese Herstellung gehen, in die Entwicklung eines Antivirus zu investieren? Wenn es zwei Lösungen gibt, von denen die eine einige Schwierigkeiten mit sich bringt, warum investieren wir dann nicht in die Lösung, die keine Probleme mit sich bringt? Se ci sono due soluzioni e una soluzione porta alcune difficoltà, alcune discussioni su una soluzione, perché non investiamo nella soluzione? Ja, es gibt Ressourcen, die in dies hier investiert werden können. Warum investieren wir die Ressourcen nicht in die Produktion eines Antivirus, der den Menschen helfen kann? Che può aiutare la gente.